meine Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch die drei Fragezeichen der Fluch der Medusa vorstellen. Das Ganze hat Andrea... Nein! Hat Marco Sonnleitner geschrieben. Andrea Sonnleitner. Und hat von mir 3 Sterne bekommen. Ja, in der Fluch der Medusa geht es darum, dass Justus, Peter und Bob bei einer Haushaltsauflösung mithelfen, wo Onkel Titus natürlich unterwegs ist. Und der hat sich gerade ein bisschen verquatscht. Und die drei Fragezeichen sehen an der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann, der in fremder Post rumwühlt. Und daraufhin stellen sie den Mann zur Rede. Der Mann sagte dann halt zu denen, was die das denn angeht. Wegen der Post. Und Peter kriegt es hin, dass er diesen Brief austauscht. Er hatte nämlich, weil es so warm war, einen anderen Briefumschlag in der Hand und hatte sich Luft zugewedelt und hat den halt ausgetauscht. So. Daraufhin gehen sie dann zurück, wo der Unbekannte die Post geklaut hat und klingeln bei einem 12-Jährigen, der heißt Joaquin, aber wird meistens nur Jojo genannt. Und der möchte eigentlich ganz gerne nur herausfinden, wo sein Vater ist. Und in dem Umschlag ist eine kryptische Botschaft vorhanden, die er nicht entziffern kann. Sein Vater ist ein bekannter Enthüllungsjournalist und ist gerade auf Recherchereisen und ist anscheinend verschwunden. Ja, die drei Fragezeichen daraufhin bieten ihm dann ihre Dienste an, die er auch gerne entgegennimmt, obwohl seine Mutter sich etwas am Anfang streut. Schnell wird klar, dass immer wieder ein Wort fällt, wo die drei Fragezeichen immer wieder drauf zustolpern, was ich jetzt leider nicht weiß. Ich bin da der Meinung, dass es Arktis, Antarktis, irgendwie so in der Richtung war das. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was es jetzt war. Auf jeden Fall wird sehr schnell klar, dass wo es um geht, dass der Vater von Jojo eben daraufhin es enthüllen möchte. Und ob er es schafft oder nicht und was das diese Enthüllung ist, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Ja, also der Fluch der Medusa hat mir gut gefallen, weil es eben so ist, warum der Vater verschwunden ist und er ja ein Enthüllungsjournalist ist. Und es ist halt so, ich konnte es nachvollziehen. Es gibt auch einige Fälle, wo ich es nicht nachvollziehen konnte. Und ja, hier ist es halt wirklich, hier kann ich es voll und ganz nachvollziehen. Also, es ist jetzt nicht das berauschendste 3-Fragezeichen-Buch, aber von den neuesten auf jeden Fall ein 3-Sterne-Buch von mir geworden. So, ich mache jetzt mal die Fliege. Nein, das war es jetzt von mir. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!